Mittwochshandel und auch heute hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Briva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von RealMoneyTrader.com und wir haben eine längerfristige Trading-Chance heute mit im Gepäck und der wollen wir uns sogleich widmen. Es bezieht sich auf Gold und da wollen wir uns noch ganz schnell die rechtlichen Hinweise anschauen und dann ins Thema einsteigen, wenn wir dies absolviert haben. Wir sehen hier den klassisch saisonalen Chart für 5 Jahre rot, 15 Jahre grün und 30 Jahre gelb. Blau ist der tatsächliche Verlauf des Goldpreises. Und was wir sehen können ist, gerade jetzt hier im letzten Abschnitt, dass der Goldpreis jüngst, ist natürlich nur ein paar Tage, aber dass er jüngst stärker war als saisonal üblich. Üblicherweise neigt der Markt zur Schwäche in diesem Abschnitt, so in der zweiten Novemberhälfte bis ja bis Ende November, Anfang Dezember, manchmal sogar bis Mitte Dezember. Und wir sehen jetzt hier, dass dieser blaue Haken entgegen der anderen oder der andersfarbigen Linien, dass diese blaue Linie nach oben einen Haken macht. Das kann natürlich eine kleine Momentaufnahme sein, das weiß man dann immer erst im Nachhinein. Aber es kann natürlich auch der Beginn einer länger andauernden Phase von relativer Stärke sein. Wir sind wieder am 2000er Bereich, da hat sich der Goldpreis immer wieder schwer getan. War manchmal ein paar Tage oberhalb von 2000, hat es aber nicht nachhaltig geschafft. Das ist auch wieder die nächste Problematik. Wenn man jetzt wartet, ob so ein Markt nachhaltig ausgebrochen ist, wie definiert man nachhaltig? Wartet man 3 Wochen, dann kann es sein, dass es 20% höher steht, dann bringt es nichts, gewartet zu haben, weil man dann alles verpasst hat. Wartet man 3 Tage, ist es eventuell zu kurz. Also auch da ist es schlussendlich so, dass wir ins Risiko gehen müssen und sagen müssen, okay, es bricht gerade aus, es ist gerade relativ stark, also kaufen wir zu. Und wenn wir in Kürze feststellen, es war doch nur eine Eintagsfliege oder es war doch nur ein ganz, ganz kurzer Momentumschub, naja, dann muss man halt im Bedarfsfall die Position wieder reduzieren. Aber Stand jetzt ist hier ein Zukauf angesagt. Und das Ganze kann man natürlich auch noch risikotechnisch ein bisschen abfedern, indem man ein sehr moderat gehebeltes und mit einem weiten K.O. versehenes Produkt handelt, so wie es das hier von Vontobel ist. Möglich wäre zum Beispiel, dass man folgendes Produkt handelt, ein Turbo Open End Long auf den Goldpreis. Die WKN lautet VS6U6T. VS6U6T, der Hebel ist ganz moderat. Einstieg Market, Stop Loss 30 Euro und Exit habe ich jetzt hier offen stehen, weil eigentlich, wenn der Goldpreis jetzt tatsächlich schon anfängt, Stärke aufzubauen. Normalerweise tut er das erst so ab Mitte Dezember. Wenn er jetzt schon stark wird und dann kommt noch die typischerweise starke Phase ab Mitte Dezember bis in den Februar, März hinein, ja, dann können die Füße weit tragen, um es mal bildhaft zu formulieren. Von daher ist das ein wichtiges Element, dass man dort ein konservatives Produkt wählt. Und somit auch eventuelle Schwankungen aushalten kann und aber auch lange dabei bleiben kann, wenn es denn in einen Trend übergeht. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading.